Mach doch, geh doch mal auf die Amp und mach die große Map mit Tab auf. Da sieht man es ziemlich gut. Und ich schätze halt da, wo über die Hälfte des Blocks bedeckt ist mit Amp-Gebiet, ist verstärkt. Ich bin eigentlich fast noch der Meinung, da wo wir beide jetzt gerade stehen, könnte vielleicht sogar auch noch gehen. Weiß ich nicht, wie da der Algorithmus geht. Ach komm, Stimmung. Schaden kann es nicht. Ich packe jetzt da, wo ich hier noch einen Raketenturm hin. Vielleicht haben wir Glück. Und wenn wir Pech haben, ist auch egal, dann stellst du dich eben daneben. Binden wir dich ja dran. So, und Tier 3. Der Rest auch schon. Wieso ist jetzt die Gatling? Oh, ich will's gar nicht wissen. Versehentlich, weil ich daneben geklickt habe. So, so, und jetzt. Preisfrage: Wollen wir den ganzen Rest in die Amp stecken? Das ist keine Frage, das. Was? Nein, so ein bisschen was hin und her können wir noch. Außerdem haben wir noch zwei Zombie, die wir platzieren können. Also, ich tue meinen ganzen Kram in die Gauss. In die Amp. Ich hätte vielleicht gesagt, noch einen Slower, ich weiß nicht. Einfach nur, weil jetzt wir 113% hier drauf haben. Ja. Und selbst wenn einer von euch noch seine ganzen Punkte hier reindrückt, haben wir immer noch genug. Ja, mach ich dann. Ich überlege mir nur kurz zwei Türme noch. Ja, noch ein Slow wäre schon gut eigentlich. So am Anfang, war? Oder eher gegen Ende? Ja, das ist genau. Und kann man hier aufdecken und so hinzustellen? Vielleicht ein AOE, ich weiß nicht. Du meinst ein, Stampfer? Ja, vielleicht. Das du könnten wir machen. Bräuchte ich 750, ich bräuchte etwa 1000 Punkte für. Oh, 1096, 69 meine ich natürlich. Ja, der Rest stimmt. Yay. Yeah. 152. Ja gut, dann rein damit. LOL. 200%. 200. Okay. 220. Also eigentlich 245 mit mir. Geil. Passt. Das ist nicht mehr witzig. Also am Anfang kommen ganz viele. Am Anfang kommen ja ganz viele Kampfläufe. Wollen wir die irgendwie aufteilen? Ich bin Raketenturm. Ich bin ein wandelnder Raketenturm. Ich mache eh irgendwie. Es ist egal, wo ich stehe dafür. Ich stelle mich jetzt hier oben hin in der Hoffnung, dass ich nicht zu weit weggeschossen würde von meinen eigenen Schüssen. Und wenn Bosse kommen, wollen wir uns auf die Bosse konzentrieren, oder? Wenn es Zerstörer sind, ja. Ich glaube, die Schweberkönigin, die können wir so halb aktiv machen. Aber das letzte Mal, wie ich die ein bisschen bekämpft habe, da war sie eigentlich schon fast kein Kern. Okay. Problem ja, ist eben nur, dass die eben auch nur von hinten bekämpft werden kann. Der Königin kannst du nur von hinten schaden. Ja. Muss das sein. Ansonsten würde ich fast sagen, geht ihr bald auf die Bosse. Einfach weil Ballista ist stark und... Also ich stehe hier oben und gehe mit meinen Homing, das heißt einfach hier überall rein, das ist so... Eben, mit denen triffst du alles. Stimmt. Also ich bin soweit. Ich bleib dann eher beim kleinen Vieh. Ich glaube, ich stehe hier oben recht gut. Ich habe so eine Art Wand hinter mir. Ich habe auf jeden Fall... So ein Spot, mit dem ich die ganze Map überblicken kann, das ist super. Ja. Ja, ich muss mich auch noch umstellen. Ich habe hier einen ziemlich geilen Platz gefunden. Hast du? Hm, hier oben. Da sieht man das komplette Spielfeld. Ja, ich muss ja hier mittendrin sein. Ah, ich find das nett, weil Markus hat eigentlich den Platz exakt gegenüber von mir. Hm? Ey! Sorry, das musste sein. Die Torwächter, ne? Moment. Spannung. Wollen wir? Wir wollen nicht? Okay, ready. Auf geht's.
Ich verstehe, wie das erste, was ich höre, einfach a Queen. Was? Das ist das erste, was ich höre. Okay. Einfach schwerer, ja. Stimmt. Ja, ich konzentriere mich ein bisschen. Auf die. Okay, dann mach dir weh. Guck du lieber den großen Kram. Guck da, komm mit. Nö, ich mache hier einfach keinen Schaden mit den Raketen. Okay. Ja, ich glaube, wir brauchen nicht viel. Wieder. Die kommen gefährlich nahe alle. Ja. Der zweite Boss ist erschienen. Ich merk's schon. Dafür habe ich hier irgendwie Drohnen mit. Na komm, geht bitte nicht so nah ran immer, das ist echt uncool. So, kaputt. Gut. Der Boss hat aber schon ziemlich viel zu fetzen. Okay. Noch eine neue Taktik. Ja, noch ist noch nichts verloren. Doch, ziemlich. Der Kahn ist ziemlich belagert. Na und? Wir haben es weiter geschafft als vorher. Naja, aber nicht viel. Junge. Okay. Schade. Ja, wir werden bald 15, also. Ja, jetzt die Frage, machen wir nochmal oder machen wir mal die Kraftakte? Weil die geben mir auch gut XP. Gute Frage. Corby? Erste Map mit Kraftakten. Okay. Moment, so Einstellungen waren die, ne? Ja. So. Das. Ach, alle fünf gleich? Jo. Okay. Das wird irgendwie hart. Das ist die erste Map. Quatsch. Erste Map. Klar, dann schon.
wenn ich gar nicht weiß, was die ganzen verschiedenen Kraftakte eigentlich genau tun. Ich auch nicht. Egal. Das hättest du ja durchlesen können vielleicht. Nein. Kraftakte, egal. Nehme ich, sind kostenlos. Ich finde das schön, wie unschuldig wir damals noch waren. So, Hegel. Alright then. Ich nehme mich aber wieder Sky. So, Ingenieur, ich glaub, macht das noch Sinn. Okay. So. Okay. Kann ich, glaube ich, hier noch. Option? Nee, nicht Option. Ach so, das. Ach, jetzt verstehe ich. Ab Level 20 schalten wir jeweils die Waffen der anderen Klassen frei. Ah. Ja. Auf Level 18 schon die Ballista, sehe ich gerade. Das ist cool. Vor allem für dich, ne? Ich krieg deine Waffe, bevor du unsere kriegst. Die Türme können wir da lassen. Obwohl, haben wir nicht. Hat jeder jeden Turm? So, ja. Ja, doch, eigentlich. Wir haben alle Türme dabei. Jo. Ich schaffe es gerade schnell, ob ich nicht irgendwo finde, was die Kraftakte machen. Ja, es stand da, aber. Ne? Ja, hab's nicht durchgelesen. Eben. Wie schön einfach die Map damals einfach noch war. Mhm. Wie unglaublich ruchlos ich jetzt einfach hier diesen Turm abbauen werde, um hier diese Ecke rauszunehmen, weil mich das nervt. Den da, ja. Genau. Was haben wir denn hier? Die da. Wir werden einfach genauso aufbauen wie sonst auch immer, ne? Okay, folgendes. Nein. Gegner greifen doppelt so schnell an. Okay. Mhm. Man kann nicht respawnen, außer man hat den Phönix. Ja, wir haben beide den Phönix, immerhin. Ich nicht. Gegner regenerieren sich 150 Hitpunkte pro Sekunde. Sie bewegen sich schneller und sie haben um 50% mehr Hitpunkte. Okay. Das klingt nicht so schwer. Eigentlich schon. Aber mit wir haben Phönix einige Türme, ja. So. Kanonturm. Und das Ding ist, wenn man einen Turm. Vielleicht doch erstmal den Blitzturm. Voila. Und das Ding ist, wenn man einen Turm abbaut, kriegt man nur die Hälfte wieder zurück. Ja. Ah, okay. Oh, das hättest du mir sagen können, bevor ich den einen Turm abgebaut habe. Egal. Blitzturm? Ja. Der da in der Ecke stand. Ist. Nee, passt schon. Soll ich eine Gatling irgendwo hinsetzen? Mach erstmal den Blitzturm voll drauf. Der braucht noch 100. Oh. Soll ich eine Gatling irgendwo hinsetzen? Gatling. Boah, doch schon. Hier um die Kurve da oder? Ja, hier. Oder vor den. Hier gerade. Ne, eigentlich, wenn man mit einer Amp arbeitet, macht es mehr Sinn hier hinten. Mehr Platz da, dann mach die hier irgendwo hin. Dann packe ich die hier vorne erstmal hin. Kann man ja später umbauen. Kann man nicht mehr umbauen, egal. Ja. Genau da hätte ich es nicht unbedingt hin platziert. Und ich grade's ab. Immer egal. Schön für AOE. Aber das erste Map scheiß drauf. Ach, wir haben noch Wehrpflichtige, stimmt. Jo. Okay. Okay, ready. Das war zu schwer. Was ist da? Schnell aufbauen. Also, okay. Dass man hier eine Ampel hinstellen kann.
obwohl da hinten macht es eigentlich mehr Sinn. Ja, macht es. Amp braucht noch 85 auf Level 2. Hm. Dann gleich auf 3. Ja. Kobi? Ja, dann die nächsten Türme alle in die Ecke. Jo. Kanonenturm. Ein Raketenturm, das ist ein bisschen meine Meinung. Kann ja hin, was da sonst soll. Ja, dann kann man da. Ja, genau. Ja, Raketenturm sollte an sich sonst eh irgendwo hin, wo er auch einen größeren Bereich abdeckt. Wird hier noch. Hier wird noch abgedeckt von der Amp, oder? Ja. Ich glaube schon, ja, ja. Upgraden geht nicht mehr, ich hab nur noch 50 Punkte. Ja, haus rein. Ein bisschen was mehr Schaden macht dann, ja. So, dann gehe ich wieder hier auf das Dach hoch. Jo. Der Platz ist ziemlich gut. Oh. 4 Spucker, 15 kleine. Los geht's. I'm ready. Nein. Ja. So. Okay. Boah, der ist schnell. Ja, schneller schießen geht mir auf den Nerv. Oh ja. Das wird noch richtig mies im späteren Level. Jo. Nee, ich denke dann nur wieder in die Bäume. Oh nein. Die Map machen wir nicht mit Kraftakten. Kannst sowas von vergessen. Kommt drauf an, was für Türme wir bis dahin haben. Nein. Nie. Hier so ein kleiner Kanonenturm hin. Jo, passt. Ja, die großen Türme lohnt sich hier schon fast nicht. Hm. Zu wenig Leben. 85 Kanonenturm. Jo. Irgendwas für 110? Ja, hier. 55 Kanonenturm. Oder auch nicht. 110 hat genau gereicht. Ah, okay. Good to go. Ah, egal. Alter, wie schnell die rennen. Ich bin vorher schon nicht mit dem Ziel nachgekommen. Den kleinen Viechern, ja. Was? Da ist was beim Kern? Ja, so ein Mini-Vieh. Ja, ein kleiner. Ich halte gerade andere auf. Ne, der ist schon weg. Zum Glück kann ich ja respawnen. Ja. Ja, Phoenix sollte man dann im Endeffekt schon haben. Vielleicht, ja. Na, ich sterbe eh nicht so oft. Ja, nicht so oft ist einmal zu oft. So, wie wollen wir das hier bauen unten? Der Kern hat einfach schon 110 Schaden genommen. Ach komm. Nicht vorzugehen. Ich glaube, am effizientesten ist, wenn wir es hier machen. So, oder? Dann kann man die Ecke wieder rausnehmen, theoretisch. Ja, ich sehe, dass das hier die Diamantspitzhacke ist. Die war? Der Club. Ach so. Hab ich nie, nee, Moment. The Diamond Pick. Ah, hab ich nie gelesen, ja. Ach man. I'm done, let's go. Erstmal die Regale ausräumen. I'm not done yet. Okay, dann sei mal wieder nicht bereit. Würde ich mal kurz bereit. Moment. Good to go. Weil ich nämlich mit der anderen Waffe. Also bei mir bewegt sich dann nichts. Tut's auch nicht mehr. Dann schieß halt auf den Boden hier.
Ah. Eine Sache noch kurz, Rechtsklick. Moment. Wer mag stehen? Das ich. Ja. Ich baue meinen Slower hier irgendwo rein. Siehst du das? Was sehe ich wo? Ich sehe irgendwelche Batterien, die mich drum schwirren, aber. Die grünen Kugeln? Ey, das ist eher rot bei mir. Moment, läuft mal kurz einfach. Dreh dich mal nicht um. Siehst du jetzt einfach mal ins Gesicht, so. Ja, sehe ich. Siehst du das Grüne? Ja, sehe ich. Das ist rot. Es hängt mir im Auge drin, genauso wie Markus Pfeile. Bleib stehen. Dang. Das ist ein Dreifachschuss, der ein Giftpfeil mit abschließt, also. Ah, okay. Ah, hab ich getroffen. Lass mal nachladen. Vier Kriege, ja. Achso, wir haben ja wieder Geld und Türme und so weiter. Mhm, ja, ich hab da ein Ding hingebaut. Das war 125. Gehen wir dann hoch wieder erstmal?